Ein Vater zieht einen Schlitten, auf dem sein Sohn sitzt, mit einer 300 Newton starken Kraft. Die Kordel bildet mit der waagerechten einen Winkel von 30 Grad. Wie groß ist die verrichtete Arbeit nach 50 Metern? Hier die Angaben. Die Kraft F beträgt 300 Newton, die Distanz D beträgt 50 Meter und dieser Winkel Alpha beträgt 30 Grad. Wir suchen die verrichtete Arbeit W, die wir in Joule ausdrücken. Und dazu nutzen wir die Formel W gleich F mal D. Diese Kraft F, das ist die Kraft, die zur Bewegung beiträgt. Das ist also die horizontale Komponente von dieser schrägen Kraft. Also wissen wir, die gesuchte Arbeit W ist gleich zu dieser horizontalen Komponente, also F mal Cosinus von Alpha mal die Distanz D. Wir ersetzen F durch 300, Alpha durch 30 Grad und D durch 50. Somit erhalten wir dieses Produkt. Und da der Cosinus von 30 Grad Quadratwurzel von 3 geteilt durch 2 ist, führt dieses Produkt zu dieser Antwort. Die gesuchte Arbeit beträgt also ungefähr 12.990,38 Joule.